Willkommen zum nächsten Video über die Rüstungsklassen und Rüstungen in der Hardcore-Farmwelt auf Horse Blocks. Ich stehe hier wieder vor der nächsten Klasse, die ich euch heute kurz zeigen will. Und zwar sind das die Jäger. Wir haben drei Rüstungen wieder, die wir anschauen können, die man über den normalen World Drop bekommt und über die Bosse. Und starten tun wir direkt hier mit dem Fellbrustschutz ganz rechts. Um zu schauen, wie man die Rüstungen upgradet, schaut doch einfach kurz ins Berserker-Video rein oder wartet drauf, ich mache doch ein separates Video nur fürs Leveln der Rüstung, weil man da doch auch noch einiges dazu sagen kann. Starten wir jetzt mal mit dem Fellbrustschutz hier. Das ist ein Jäger, der einen Bogen trägt. Wir nehmen hier am besten mal alles raus. Wir nehmen hier den Bogen raus. Es sieht jetzt auch wieder ein bisschen anders aus bei uns. Ich kann den anderen auch nehmen. Sag euch auch gleich, warum der in der anderen Kiste ist. Also, wenn wir die anziehen, sehen wir hübsch aus. Und haben hier folgende Werte drauf. Also, die Pfeile, die man schießt, verursachen 200% erhöhten Schaden. Und man hat 10% Schadensreduzierung. Also nichts Krasses. Das Spezielle an der Rüstung oder am Jäger noch ist, dass da immer Bewegungsgeschwindigkeit drauf ist. Da würde ich auch ein bisschen ein Augenmerk drauf legen bei der Auswahl der Rüstung, weil es doch sehr viel Spaß macht, wenn man ein bisschen schneller unterwegs ist. Sonst haben wir hier noch den Bogen. Der geht auf Fähigkeitsschaden. Die Itemfähigkeit ist direkter Schuss. Kann ich euch tatsächlich nicht genau sagen, was das ist. Man schießt einfach ganz genau normal Pfeile. Mehr nicht. Aktivierung Schuss, Cooldown 0,1 Sekunden. Vielleicht geht das irgendwie ein bisschen schneller. Auf jeden Fall macht der gut Damage. Also der Jäger oder die Jägerklasse generell, die machen doch sehr gut Schaden. Wir schauen also kurz, was dieser Jäger mit dem Bogen so macht. Jetzt stehen wir wieder vor den Puppen. Generell macht es echt nichts Spezielles. Wie gesagt, es sei zu erwähnen, wir haben natürlich wieder einen Transmog da drauf. Darum sieht er ein bisschen anders aus. Ich kann euch nachher noch kurz zeigen, wie er richtig aussieht. Auf jeden Fall ganz normal. Halt Bogenschießen, ne? Der macht einfach guten Schaden mit dem Bogen. Mehr ist es absolut nicht. Ein bisschen Bewegungsgeschwindigkeit hat man jetzt noch drauf, dass man schneller rumrennen kann. Und sonst ist der Felljäger oder wie man ihm sagt, somit erklärt. Viel mehr gibt es da nicht zu sagen. Einfach nur einen Bogenschützen. Hier seht ihr noch, wie so der Bogen normal aussieht, ohne Transmog. Wenn man ihn in der Hand hat, sieht er dann so aus. Als nächstes schauen wir uns den Erlösungsjäger an. Der wird sehr oft gespielt für guten Damage mit dem Bogen. Ich zeige euch auch, warum. Eigentlich haben wir hier mal das Set. Ziehen wir an. So sehen wir dann aus. Und dazu gehört die Armbrust. Die Armbrust gehört zu dem Set hier. Die Werte, die drauf sind, sind, dass der Verlangsamungspfeil eine stärkere Verlangsamung hat. Also diese Armbrust slowt oder verlangsamt eure Gegner, die ihr abschießt. Und der Verlangsamungspfeil hat eine längere Verlangsamungsdauer. Also das heißt, sie sind noch länger verlangsamt. Plus Pfeile verursachen 300% Schaden. Und da ist der Knackpunkt, warum ihr ganz viele Leute mit diesem Erlösungsset spielen seht mit einem Bogen vom Felljäger. Weil hier ihr jetzt 300% habt und auf dem Felljäger ja nur 200% Bonus. Der Bogen macht tatsächlich einfach mehr Grundschaden, wenn man das jetzt hier so anschaut. Das ist ein Level 8er Bogen, der macht 2200 Schaden, Fähigkeitsschaden, Grundschaden. Das wird ja dann mal 3 dazu gerechnet oder 300% Bonus noch. Und hier ein 10er Level 10er Armbrust, die nur 1025 Schaden macht bei 50%.
Naja, sagen wir, dann ist sie auch knapp bei 2000, aber das ist schon bei Level 10 und das ist bei Level 8. Also ihr holt mit dem Bogen noch ein bisschen was raus. Dafür habt ihr nicht mehr die Verlangsamung, die verliert ihr. Also ihr könnt mit dem Bogen mehr Schaden rausholen, dafür fehlt euch ein bisschen die Verlangsamung. Auch hier gibt es eigentlich gar nicht so viel zu zeigen. Das ist halt ein Jäger mit einer Armbrust. Ich finde, sie sieht einfach mega gut aus. Mir gefällt die. Einmal ziehen zum Laden, ne? Dann ist sie geladen und dann schießt ihr einfach und dann, ja, habt ihr geschossen. Der Gegner wird noch verlangsamt durch die Pfeile. Mehr ist es eigentlich auch nicht. Auch dieser Jäger hat Bewegungsgeschwindigkeit auf der Rüstung. Da könnt ihr auch darauf achten, dass ihr schneller seid, schneller weg von den Gegnern. Ist relevant bei den Jägern, weil ihr natürlich vom Leben her nicht so gut dasteht und auch ja Fernkämpfer seid und nahe Gegner eher schwieriger sind zu treffen. Dann kommen wir zum dritten Jäger hier, der Speer oder wie man ihn nennt. Der hat einen Multischussbogen und zwar schießt der 5 Pfeile. Also das ist die Fähigkeit vom Multischussbogen. Die Rüstung gibt euch dann noch einen Bonus. Beim Einsatz vom Multischuss werden dann 10 Pfeile geschossen und nicht mehr nur 5. Und der Multischuss verursacht nun 300% erhöhten Schaden. Plus nochmal 100% Schadensbonus und 15% Schadensreduzierung. Den sieht man gar nie jemand spielen gefühlt, also er hat halt, der Schaden ist relativ gering, also er macht nicht wirklich viel Schaden mit dem Bogen und ist auch schwierig zu spielen, weil wenn ihr zu weit weg von den Gegnern seid, dann trefft ihr eh nie, nur mit einem Pfeil und wenn ihr nahe seid, dann macht er nicht so viel Damage, dass ihr euch gut wehren könnt. Der Multischussbogen spannt man einfach ganz normal, dann schießt man und dann hat man mehrere Pfeile und schießt somit mehrere Gegner ab. So. Ja. Das war es eigentlich auch schon zum Multischuss-Typen oder Jäger. Viel mehr kann man hierzu auch nicht sagen. Das war's mit der Jägerklasse. Ich werde euch so schnell wie möglich die nächste Klasse auch noch zeigen. Wir haben ja noch ein paar. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und tschüss!